allererstes was gesagt. Guten Morgen zusammen. Ich schließe mich an. Ich mich auch. Und der Alex auch. So. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Fitter als wir. Herzlich willkommen aus der vollbesetzten Stadthalle Speyer. Wir sind One Eye Jack aus eben jenem und wünschen euch zu unserem Frühschoppenkonzert hier am Sonntag viel Spaß. Fehlt nur noch der Schoppe. Ja, fehlt nur noch der Schoppe. Und das Konzert. Der kommt nicht mehr. Okay. Yep. Yourself at home and stay with me. Don't you ever leave. And lay you down, Sally. Rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? And lay you down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. On the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Oh! Lay down, Sally, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. See the morning light coloring your face so dreamily. To go and say goodbye, you can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Lay down, Sally, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? And lay down, Sally, no need to so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Hey, lay down, Sally, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Hey, lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Just to talk to you. Just to talk to you. Dankeschön an die Zuschauer. Der Wahnsinn. An den Behildschirmen. Ja, nochmal herzlich willkommen von uns hier aus der Stadthalle zum Frühschoppe-Konzert mit One Eye Jack. Schoppe. Mit Schoppe verwechseln. Wir haben den ersten Schoppe schon getrunken. Jetzt schon könnte man auch nicht spielen. Von daher, zu dieser ungewohnten Zeit, normal
Hätte es aus liturgischen Gründen auf Latein sein müssen heute Morgen, finde ich. Aber wir machen es jetzt. Doch als Sechste spielen wir nun ein Lied aus den 60er Jahren. Also, Gottesdienste sollten doch momentan besser im Autokino stattfinden. Ne? Wir machen es dann doch auf pelzig, oder? Okay. Jo. Ask the girl what she wants to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. I told a girl I must stop it for good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. Man hört uns gut. Wir können leider keinerlei Kommentare beantworten, weil wir all unsere Brille nicht dabei haben. Genau. Und auf das die Entfernung. Ist nicht ganz richtig, aber. Nichts sehen. Die Falschbrille. Ach, du hörst schon mal nie auf. Nicht die Kommentarbrille dabei. Ja. Die Kommentierbrille haben wir nicht dabei. Ja. Aber ihr dürft gern was schreiben. Ja, finde ich auch. Also, ja. Ich fände es schön, wenn ein bisschen was geschrieben wird. Genau. Wenn es jetzt nicht ganz so schlecht ist, also man muss auch dazu sagen, je früher das ihr eingeschaltet habt, umso besser ist es, weil je später das es wird, umso schlechter wird es. Das ist normalerweise so, aber heute können wir uns mal zusammenreißen, dass das die Stunde da relativ... Ja, dann das fang du mal an. Würde ich sagen. Ich bin raus, ich habe schon meinen ersten Fehler gemacht. Ehrlich? Ja, ja, ja. Ja. Da hast du es nicht gemerkt. Nein, das hat aber die Musikerpolizei bestimmt schon geschrieben. Ja, ne? Ja, genau, ja. Das darf man. 23. Takt. Die zweite Viertel. Okay, hier ist ein Titel von James Blunt. One, two, three, four. Was dark, you and me had something, yeah. And this is what we've got. What we've got is gold. We're shining bright and I want you to know. Money's on its way. Our friends are singing.
got a stranger stepping by. And though he's out of tune, girl, you blow my mind, you do. All I say is I don't wanna say goodbye. There's no quiet corner to get to know each other, and there's no hurry, I'm a patient man as you'll discover. And if this is what we got, what we've got is gold, shining bright, and I want you to know. Money's on its way, friends are saying goodbye, there's nowhere left to go. Shelter of my single bed, but it's a different tune that's stuck in my head. When it goes, when this is what we've got, what we've got is gold. We're shining bright, and I want you to know. The money's on its way, our friends are saying goodbye. There's nowhere else to go. Den Schluss haben wir anders geprobt, Alex, ne? Ja. Das sollte lauter und länger
Dankeschön. Bosch, Sup. The One I Love von R.E.M. Ja, genau. So, damit wir uns alle ein bisschen beruhigen, für den Moment, spielen wir jetzt mal ein bisschen was Ruhiges. Willst du anfangen? Ja, ich könnte anfangen. Say we know.
Scheiß doch. Scheiß. Sauber die Hortschnitte, gell? Ja, mal gell, mal uns. Sauber die Hortschnitte. So hat Knie, Knie. Jetzt spielen wir ein Lied aus den 70er Jahren. Ja, das ist ganz außergewöhnlich. Wir sind viel zu schnell eigentlich. Ja, genau. Man, wir haben 20 Minuten rum. Wir spielen viel zu schnell. Ja, wir spielen viel zu schnell. Es ist doch Kultur. Kultur muss auch mal ein bisschen langsam sein. Muss atmen können. Wir freuen uns auch an dieser Stelle, dass wir bei dieser Veranstaltung dabei sein dürfen. Vielen Dank. Thomas, freuen wir uns nur an dieser Stelle oder freuen wir uns auch an anderer Stelle? Ja, aber wenn ich gestern gefragt habe, springen Sie heizen. Also wir haben aber jedes Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass wir zur Kultur dazugehören. So ja, so langsam. Um die Kultur nach drum halt, ne, wenn wir dann auch mal spielen. Es war nicht immer so. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir da aufgenommen wurden. Ja. Früher waren wir eher Subkultur. Ja, ja, richtig. Ja. Was nicht schlimm ist an für sich, ne? Aber wir haben es auch letztes Jahr gut im Museum ausklingen lassen. Das ist auch Kultur. Ne? War das was? Im historischen Museum. Ja, da haben wir uns noch ein paar Gemälde angeschaut. Ja, irgendwas war da. Ich erinnere mich. Ihr wart im Museum im letzten Jahr? Aber wir waren noch im Museum letztes Jahr. Ich würde sagen, trotzdem sehr schön, dass das die Stadt überhaupt initiiert hat und seit Wochen hier praktiziert und viele gute, begabte Künstlerinnen und Künstler zeigt aus Speyer, die sich hier verausgaben, möchte man fast sagen. Auch die Kulturnacht, vergangene Freitag, war ein Riesending, fand ich super gemacht und an der Stelle allen Verantwortlichen und auch vom offenen Kanal, würde ich sagen, von uns ein Riesenlob und Dankeschön, dass wir dabei sein dürfen. Genau. Es gibt ja auch Geld. Das auch noch? Ah, ja. So schmal bis jetzt verschwiegen. Da ist es. Ohne Ende. Also irgendwo, ich meine, die Proberei muss ja auch finanziert werden. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die Proberei. Ja. Ich glaube, das Bier ist schon wieder halb, weil ich mich recht erinnere. Aber gut. Soll mal was spielen? Ich weiß gar nicht. Ah, du spielst schon. Time winner has got him back.
slow down. Now we to slow down. No, 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 we to slow down. Locomotive Breath! Woo, 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 woo. Habt ihr schon was getrunken? Sag mal. Das ist immer die Gefahr bei deinen frühen Konzerten, dass man verdorscht. Dehydriert. Für dich ist das nur ungewohnt mit dem Wasserstoff. Dehydrase. Ach, ich hätte auch einen Kamilletee. Ja, du trinkst schon neuerdings Kamilletee bei Konzerten. Aber nur in Irish Pubs. Ja. Da war was irgendwie, es hat bei uns bald vom Hocker gefallen. Wir sind ja Anime, die Jüngste, muss man sagen. Schöne Gruß an der Irish Pub im Übrigen, gell? Ja. An beide. An beide? Selbstverständlich an beide. Papse? Dann? Papse. Irish Papse? Oder Pupse? Pipse. So, mein Halber. Mein Halber? Halber. Haben wir überhaupt noch was im Programm? Kennen wir noch was? Nein. Dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, richtig. Konzert Nummer 9, Lied Nummer 7. Für die Statistik. Für die Statistiker würde ich auch sagen. Ja. Wenn nicht bald jemand Zugabe, ruft sie mal fertig. Übrigens, Bese Zunge haben im Vorfeld behauptet, wir würden sonst auch nicht von mehr Leid spielen, aber das stimmt nicht. Ja. Und wir könnten nicht länger spielen, wie wirklich stimmt. Sagen, normal sind keine Techniker dabei, also normal bringen wir unsere Sache selber mit. Ja. Das auch noch. Genau. Fehlen ein paar, also von daher. Gut erzogen. Ja, eben. Ja. Wenn's schon schwer dann so weit. Ah, okay. Ja. Wenn du so weit wärst. Love me would never die. That'd change if she ever found out about you and I. Oh, but her love is gone. It wouldn't matter if she didn't know it, 'cause the weight gets too much. Gold, you never let me down. But you're the one that always turns me on and keeps me coming round. I know her love is true, but it's so damn easy making love to you, because I got my mind made up. I need to feel you touch. I'm gonna run to you.
Run to you, Ryan Adams. Vielen Dank. Ah, jawohl. An dem Punkt kann man vielleicht auch mal noch was zu den Kulturtickets sagen. Es gibt ja die, gibt da so Tickets, die kann man kaufen auf dem Reservierungsportal. Das ist bestimmt eingeblendet, nicht Marion? Marion hört gar nichts. Marion, sind die, ist das eingeblendet mit den Kulturtickets, dass man die Reservix oder irgendwas? Wie heißt denn das? So heißt es, gell? Reservix. So, Reservix, genau. Und wenn man da jetzt, wenn man da ein bisschen Langeweile hat oder zu viel Geld oder zu wenig, dann kann man da je nach Lust und Laune Ticket kaufen. Und man weiß ja, ab 100 Euro ne, kriegt man die Hälfte vielleicht wieder zurück. Ne? Gibt es eine Spendenquittung? Also ruhig großzügig sein. Ne? Das Finanzamt ist so sehr kooperativ. Sehr kooperativ. Wir sagen jetzt nichts mehr. Sache ist die, dass dieses Geld über diese Tickets in den Speyerer Härtekultur vorkommt. Und aus diesem Fonds werden dann wieder ganz viele tolle Sachen bezahlt, die mit der Kultur zu tun haben. Geht auch an Künstler direkt. Das ist eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Geschichte. Und so hält sich die Szene am Leben hier. Oder das hilft zumindest mal dazu. Und wenn alles wieder einigermaßen im grünen Bereich ist, dann geht es hoffentlich weiter wie zuvor. Weil das kulturelle Leben in Speyer ist schon relativ vielfältig. Und das soll es auch bleiben. Absolut. Ich wäre dann mal so. Ja, habt ihr jetzt noch was dazu zu sagen? Nee, ich gebe da vollkommen recht. Ist sehr ich unterstützenswert. Ja. Ich bin da raus bei der Kultur. Der Alex mit der ist so ruhig. Hast du ja nichts zu tun. Dafür. Bei der Kultur bin ich raus. Ich bin mehr bei der Pädagoge unterwegs. Warum haben wir dem Alex hinten eigentlich kein Mikrofon hingestellt? Ja, ne? Er kann doch laut schreien. Es wird irgendeine Ursache haben. Sag mal was.
Jo. Ja. Das nennt sich Prüfungssituation. Ja. Ganz schön warm da drin, gell? Ja, es wird immer wärmer, ja. Gestern war es noch kalt, heute ist es auf einmal wieder warm. Sag's noch einmal. Ja, ja. Ich wäre eigentlich morgen in Urlaub geflogen. Was ich nochmal gesagt habe. An der Stelle. So, wir haben noch zwei, drei. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit, tatsächlich. Ich fahre nirgends hier. Balkonien, Terrassen. Nach nirgendwo. Es geht ein Zug nach nirgendwo. Ja. Wenn ihr soweit wärt, dann so ziemlich soweit. Hast du die richtig Gitarre? Ich habe die richtig Gitarre und ich glaube, die ist auch einigermaßen wieder gestimmt. Ja. Aber beim nächsten Lied ist es ja egal. Ist ja nur von ZZ Top. Von daher. Bisschen was Älteres, Anfang 80er. Das Hotten Zop von ZZ Top. Ewa. Ja, okay. Here's a sharp dressed man. One, two, three, four. But a sharp dressed man. A gold watch, diamond ring. I ain't missing but a single thing. And cufflinks, a stick pin. When I step out, I'm gonna do it. They're coming running just as fast as they can. Every girl's crazy about a sharp dressed man. Schuld, Dresdemann. Ja. So, ja. So langsam. Wenn man warm, gell? Ja. So langsam könnte man mal anfangen jetzt. Ja, ja Eva. Ja, wir stehen voll im Saft momentan. Probetechnisch. Du? Ja. Ja. Sag mal im Probesaft. Ja, wir haben kräftig geprobt, einmal, virtuell.
War leider nicht so viel möglich in letzter Zeit. Schade drum. Beim Aufbau durften wir ein bisschen was anspielen vorhin. Das war auch nicht schlecht. So ist es. Das hat sich auch gelohnt, ne? Noch 3 Monate, die erste wieder in der Hand. Ja. Aber Probe muss. Das fällt der andere in der Ricke. Fällt der andere in der Ricke, genau. Is it getting better? Or do you feel the same? Would it make it easier on you now? You've got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, you get to share it, leaves you baby if you don't. Bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight. Drag the past out into the light. One breath will not the same. Get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head, that's too much, more than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other. Dedicate to George Floyd. Dankeschön. So. Können wir noch zwei, drei hinten drauf? Wobei. 10 Minuten haben wir noch. Ja, sehr gut.
Titel von Sam Cooke, der ist gerade neulich erst gestorben, glaube ich. Sam Cooke? Ja. An was? 58, glaube ich. Genau. Okay? Ja, weil du holst gerade eine Zigarette raus. Ja, genau. Ich wollte jetzt erstmal hier auf der Bühne eine Rache. Genau. Das darf immer so. Das fände ich jetzt. Ja, man hat gehört, ne? Der alte Kettenraucher. Ja. Das ist ja nicht schlecht, wenn du einen Anfluch von Corona verspüren sollst. Ne? Ja, genau. Haben wir gesagt, dann steckt da eine an. Wer hat das gesagt? Ich sehe, wenn ich du. Zack, ist es weg. Er glaubt auch, dass die Erde eine Scheibe ist mittlerweile. Klar, in welchem Mittelalter ist denn der geboren? Ja. Der raucht vielleicht andere Sachen. Ja gut, der raucht auch nicht mehr, glaube ich. Ne? Deswegen hat er das. Ja? Ja. Allerhaupt, hier ist der Sam Cooke. I don't know much about history. I don't know much biology. I don't know much about the science book. I don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this will be. I don't know much about geography. I don't know much about trigonometry. I don't know much about algebra. I don't know what a slide rule is for, but I do know all and one is two. And if this world could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, you can win your love for me. I don't know much about biology. I don't know much about the science book. I don't know much about the French I took. Oh, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this will be. La ta 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 ta. Oh, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this will be. Ja, kurz und knackig. Ja, ja. Jawohl. So muss das sein. Wieder heim. Ja, dann haben wir eigentlich noch einen. 11.53 Uhr sehe ich auf der Matz. Sehe ich das? Ja. Ach, tatsächlich? Ja, eben. Hatte ich noch gar keine Acht gehabt. Siehst du das? Ja, jetzt auch. Matz läuft. Matz ab? Ja, Herr Mollmeisen. Wollte schon immer mal sagen. Ja. So, dann kommen wir zum letzten Titel. Machen wir nicht lang rum. Heute gematzt. Für heute. Also unseren letzten Titel für heute. Bei der Gelegenheit. Hannes Kaps am Bass. Alex Hettrich am Schlagzeug. Martin Stafug an der Gitarre und am Gesang. Noch einer, genau. Der Thomas Sraka, ehemals Bahnhofstroß. Also kann vielleicht wieder kommen, ja, wer weiß. Wer weiß, wenn wieder, ja, wenn ich umziehe, mal. Ja, genau. Von daher würde ich sagen, bedanken wir uns noch einmal. Ja, genau. Vielen Dank. Bei allen Beteiligten, beim Filmteam vom offenen Kanal Speyer, natürlich bei der Stadt, bei allen Verantwortlichen und Verantwortlichen und auch beim Hermann selbstverständlich, der hier uns instruiert hat. Hat riesen Spaß gemacht. Wir wünschen euch. Der neue Mann am Ton. Und an den Kameras. Das war One Eye Jack, Frühschuppe-Konzert. Unterstützt die Kultur. Frühjahrschuppe. Vielen Dank natürlich auch an alle, die zugeschaut haben oder das dann noch später tun werden. Das weiß man ja jetzt nicht. Das weiß man ja nicht. Ja. Kannst du so nicht sagen. Ne? Falsches Lob. Ja, doch, ist nicht falsch. Für die dann tatsächlich zugeschaut haben, die können sich dann gut fühlen. Ich fange dann mal an. Ihnen sei gedankt. Kannst du jetzt noch bis 11.59 Uhr babbeln? Ja, wir müssen Zeit überbrücken. Ja. Wir haben zu wenig. Ah ja. Thank you.
jumping in the misty morning, fuck with a heart thumping, and you, brown eyed girl, you my brown eyed girl, whatever happened, your Tuesday is so slow, going down to your mind with a Travis radio, standing in the sunlight, laughing, hiding behind a rainbow wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, the brown eyed girl, you my brown eyed girl. Dankeschön. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut. Bleibt gesund. Dankeschön. Das war One Eye Jack. Ciao. Ciao. La-di-da.